Ja, es ist schwer jetzt über das Reden, eigentlich. Und sich an alles erinnern, das ist ja, sind ja so viele Sachen. Ist ja nicht so einfach gewesen, in der Nacht umeinander laufen. Hast ja immer müssen aufpassen. Immer nur schon denken, dass du ja nicht wer dich sieht oder dass du ja hinbringst. Und so weiter noch. Oder die Buben, die was daheim geblieben sind, die haben ja, die waren standrechtlich, werden sie erschossen. Ja, das ist nur mal Horrible. Ja, die Dings, was daheim geblieben sind, die Wehrmachtsangehörigen, die werden standrechtlich erschossen. Das hat auch jeder gewusst. Aber auch jeder hat gesagt, so wie der Micha, hat auch gesagt, was der da gesehen hat. Wo sie, das Ärgste war, wo sie in Berlin einen Zug gebracht haben, wo sie russische Gefangene nach Deutschland geliefert haben. Und da haben sie zuerst geschrien wie die Wilden, die Leute drinnen. Freilich ohne Wasser, ohne allen. Und da haben sie einige haben Steine, eine, so wie man oft einmal im Film sieht, das war wirklich so. Und dann einige haben gesagt, ja, macht's die Tür auf, dass sie eine Luft kriegen, eine richtige. Hat er gesagt, angepissene, ganze Dings haben sich heraus, weil die was gelebt haben, und die Toten, haben sie gegessen, weil sie nichts gehabt haben. Und das hat mein Mann gesehen, hat er gesagt, nein, für dieses Verbrechen gehe ich nicht mehr zurück.